Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt, und zwar Bus-Simulator 2021. Ich habe ja schon den 20er angezockt, den ich eigentlich in erster Linie für meine Tochter geholt hatte. Jetzt heute 22. Und natürlich machen wir dazu auch einen Angezockt. Neues Spiel. Erstmal Datenschutz. Ah, wir können hier jetzt auch unseren Busfahrer anpassen. Körpertyp. Einfach und Klamotten, Oberteil. Ja, schon ein bisschen lässig, war. Ein bisschen zulässig. Wir nehmen mal das in der Hoffnung, dass wir noch die Farbe ändern können. Hose. Das sieht alles so angeklatscht aus. Ich nehme das karierte. Das blau karierte, so. Änderung übernehmen. So, mehr Spieler. Oh, wir haben mehr Spieler mit bei. Neues Spiel. Unternehmen wählen. Charakter bearbeiten, Unternehmen wählen. Wähle dein aktives Unternehmen. Ich habe kein aktives Unternehmen. Aber wir wollen ja Audio. Audioeinstellungen. Musiklautstärke. Machen wir mal runter auf 4. Grafik. Ultra.
Erweiterte Grafikeinstellungen. Lassen wir einfach mal so. Steuerung. Lenkrad brauchen wir nicht. Habe ich nicht. Gameplay, Bus, UI. Allgemeine Einstellungen. Also da kann man sich echt viel anpassen. So. Ah, fuck. Charakter. Ich hab doch einen Charakter. So, und dann die. Das ist alles noch drin. Nee, hier oben. Ich will das offene haben. So, Hauptfarbe. Schwarz. Aber nicht ganz so schwarz aus. So. Schuhe, die Hose, die Oberteile ist okay. So, neues Spiel. Okay, wir müssen die Einführung machen, damit wir das frei bekommen. Deine Erfahrung. Spiel zur Entspannung. Username? Na, Odin natürlich. Sandbox-Modus deaktiviert, Tutorial aktiviert, annehmen. Während des Spiels weiter konfigurieren. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich habe immer meine Probleme mit um eine Kurve fahren. Oder rechtzeitig halten, hatte ich immer halt. Und ich habe dann immer irgendwelche Leute überfahren. Bei 2020. Aber was geil war bei 2020, man konnte halt auch die Busstrecke festlegen und so. Und das wird ja hier dann, denke ich mal, auch alles wieder sein. Bei 2020 konnten wir aber nicht die Fahrer anpassen. Now, don't touch that radio. I have some great news to announce. Today, a new company will take over public transport. Soon we will see buses roaming our city day and night. This will make it easier to take in all the beauty Angel Shores has to offer. Are you looking for the best food in town? Check out the fantastic restaurant. Hey, hier drüben. Cool, komplett Hallo, Deutsch. Ich bin Mira. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin hier, um dir beim Aufbau deines Busunternehmens zu helfen. Ich freue mich sehr darauf, das Projekt in Angriff zu nehmen. Also gut. Eins nach dem anderen. Als Busunternehmer brauchen wir einen Bus. Und das Tolle daran ist, du darfst ihn aussuchen. Sieh dir die drei Busse an. Das ist ein Mercedes. Die Schrift ist nicht ganz scharf. Sieht er das? Die zieht ein bisschen nach.
ein Mercedes-Benz. Das ist ein MAN. Und das ist ein Setra. Setra ist das jetzt eine chinesische Marke? Bei den sagt mir gar nichts, Setra. MAN. Nimm mal mit hier. Oh, der ist aber lang. Oh, diese typische karierte Strich oder Muster hier. Okay, nehmen wir mal den Mercedes. Oh, tolle Wahl. Und jetzt kommt der beste Part. Setz dich ans Steuer. Ah, das Gefühl eines fabrikneuen Busses. Da muss man aber aufpassen hier, ey. Gut, wir haben auch einen Zoom. Sitzt du bequem? Dann starte den Motor. Klingt das nicht wunderbar? Ich liebe dieses Geräusch. Oh. Vergiss nicht, die Lichter anzumachen. Hab ich. Den hätten sie mal, also der Punkt hier, dieser einzelne kleine, der ist für mich ein bisschen schwer zu sehen. Also den hätten sie vielleicht mal ein bisschen farbig markieren müssen oder ein Kreuzchen machen müssen, dass man das ein bisschen besser sieht. Du musst natürlich die Feststellbremse lösen. Ah, hier. Lege einfach den Fahrengang ein und schon geht's los. Mach dich erst ein wenig mit dem Bus vertraut. Fahre so lange um das Gebäude, bis du dich sicher fühlst.
Du willst also dieses Modell, richtig? Großartig. Ja. Dieser Bus ist der Ausgangspunkt fürs neue öffentliche Verkehrsnetz von Angel Shores. Auf zur Jungfernfahrt. Das Navigationsgerät zeigt dir den Weg zur ersten Haltestelle. Ups. Eine wie Schweine hier. Für so Simulatoren, das ist halt, ich habe da halt immer meine liebe Not, die Geschwindigkeit einzuhalten. Oh. Und richtig zu fahren, ich bin dann einfach so GTA-Style. Bürgersteig fahren, was weiß ich. Play, der spielt ja gerne so Simulatoren, der spielt auch Bus. Ja doch, hat er gesagt. Oh, da ist die erste Haltestelle schon. Und LKW-Simulator? Sie zeigen dir die perfekte Halteposition an. Oh, und denke an den Blinker. Unsere ersten Fahrgäste. Jetzt kannst du die Türen öffnen. Willkommen auf unserer Jungfernfahrt. Toll! Ich war noch nie bei einer Jungfernfahrt dabei. Siehst du? Die Fahrgäste sind fast so begeistert wie ich. Stelle sicher, dass alle Fahrgäste eingestiegen sind. Schließe dann die Türen und los geht's. Sag den Fahrgästen, dass du die Haltestelle jetzt verlässt. Gut. Haltestellen kannst du jetzt. Nun kommt unser Fahrplan ins Spiel. Die Uhr zeigt dir, wann du die nächste Haltestelle erreicht haben musst. Ein zuverlässiges Busunternehmen ist immer pünktlich. Sind viele Fahrgäste dabei. Es sind mehr Leute da, als ich eingeladen habe. Es scheint sich herumgesprochen zu haben. Ist das nicht großartig? Oh, ein Fahrgast blockiert die Tür. Bitte ihn einzusteigen. Nur zur Sicherheit. An einer Kreuzung kannst du immer nach rechts abbiegen, auch wenn die Ampel rot ist. In manchen Bundesstaaten ist das schon seit 50 Jahren so. Erstaunlich, was? Läuft hier einfach vom Bus. Kann doch nicht sein. Muss ich mal True Play fragen, ob er mit
ansteuern. Ey. Für die nächste Haltestelle habe ich einen Freund im Rollstuhl gebeten, uns zu begleiten. So können wir die Rampe ausprobieren. Fahre die Rampe aus, damit Ash einsteigen kann. Aber ist cool gemacht. Hallo Mira, toller Bus. Hallo Ash, schön dich zu sehen. Danke, dass du heute dabei bist. Ein öffentliches Verkehrsnetz in unserer Stadt wird mir das Leben einfacher machen. Das freut mich zu hören. Genieße die Fahrt. Ah, okay. Man kann nur mit dem Rad. Ich bin für dieses Projekt extra hierher gezogen. Audrey und mir gefällt es hier wirklich gut, besonders die Strandpromenade. Das ist das gleiche wie in 20. Da kam auch dann ein Rollstuhlfahrer und dann hat die Uhr gesagt, ich bin extra hierher gezogen. Das ist genau das gleiche wie in 20. Die nächste müssen wir jetzt rechts abbiegen. Mensch. Scheißegal, muss pünktlich sein. Ich kann auch bei Rot mal fahren. Wir müssen nur noch eine Sache prüfen. Als Busfahrer verkaufst du auch Fahrkarten. Lass uns das an der nächsten Haltestelle ausprobieren. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Hey Jackie, wie geht es dir? Hallo Mira, gut. Danke, dass du mich eingeladen hast. An einer Jungfernfahrt teilzunehmen ist echt spannend. Und du hilfst uns bei unseren ersten Schritten. Ich danke dir. Achso, jetzt kann ich unten steuern. Restgeld 3,80 Euro. Das ist aber nicht Euro. So, einmal, zweimal, das. Prima, alles läuft nach Plan. Die nächste Haltestelle ist auch schon die letzte. Unsere letzte Haltestelle für heute. Vielen Dank, dass Sie mitgefahren sind. Bis hoffentlich bald. Ash benötigt die Rampe zum Aussteigen. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss, Ash. War schön, dich zu sehen. Das war eine tolle Jungfernfahrt. Alle Fahrgäste sind ausgestiegen und der offizielle Teil der Jungfernfahrt ist damit beendet. Du hast dich gut geschlagen. Fahre den Bus zum Depot zurück. Dort bleibt er stehen. Und du kannst dir einen Kaffee holen. Hab mich gut geschlagen, ne? Ist ja gut.
dem Spurhalten habe ich meine Probleme. Mein Team und ich werden dir helfen, ein fantastisches Streckennetz aufzubauen, das ganz Angel Shores verbindet. Was für ein schöner Bus. Oh, tut mir leid, wo sind meine Manieren? Ich bin Steve, Leiter des Busdepots. Hi Steve. Sobald sie gefragt sind, kümmern ich und mein Team uns um deine Busse. Du kannst Steve das Einpacken überlassen. Das war ein guter erster Tag. Bis morgen. Dankeschön. Guten Morgen. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Klar. Ich habe schon unsere erste Route eingerichtet. Die Einwohner von Angel Shores sind gespannt auf unseren neuen Bus. Da ist er. Du kannst jederzeit übernehmen. Was haben wir denn da? Steig ein. Sprich mit dem Fahrer und übernimm das Steuer. Oh, eine Pause. Super. Das Steuer eines Busses zu übernehmen, gehört zu den Privilegien eines Busunternehmers. Diese Route verbindet die beiden Stadtteile Highlander Park und St. Anthony. Fahren wir sie mal ab. Und vergiss nicht, was du gestern gelernt hast. Sei pünktlich und, wie meine Oma immer gesagt hat, Sicherheit geht vor. Hab ein Auge auf die Fußgänger und auf den Verkehr. Ich brauche eine Fahrkarte. Normale Eintrittskarte. Eine Fahrkarte. Das gilt. Danke. Hey. Hi. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte.
Anzahl 3. Nee, normale Einzelfahrkarte. Die Fütterung drei. Der Seelöwen da ist toll. Danke. Ich mag es, wie sie sich die Fische schnappen. Danke. Das frühere Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben. Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht werden wird und wir das Vertrauen der Leute gewinnen. Deswegen stehen überall in der Stadt alte Bushaltestellen. Manche könnten vielleicht einen frischen Anstrich gebrauchen, aber sie sind ein toller Anfang. Danke. Hey. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich frage mich, wie es Jessie geht. Sie hat sich gestern beim Wandern den Knöchel gebrochen. Danke. Nur hin, bitte. Meine Enkel haben einen neuen Hund, den sie sehr lieb haben. Kennst du die Theorie, dass sich kleine Katzenarten untereinander kreuzen können? Das gilt sogar für Pumas und Luchse. Nächster Halt, Jenny Drive. Also ich muss jetzt einfach hier nur eine Runde fahren und jede Bushaltestelle, die mir entgegenkommt, muss ich nehmen. Jenny Drive. Habe ich eine gültige Fahrkarte? Morgen habe ich viel zu tun, aber ich nehme mir auch immer Zeit für meine Enkel. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Heute zeigt ihm zu viel Geld geben. Ich habe vor ein paar Tagen eine neue Stelle im Viertel von Denali Research angetreten. Von dieser großen Game Convention gehört, die in die Stadt kommt. Hi. Mann, ich könnte jetzt wirklich chinesisches Essen aus Oakwood vertragen. Ich habe gehört, die haben die besten Nudeln.
Das nächste Semester an der Uni wird so anstrengend. Mein Sohn und ich gehen am Sonntag in Sea View angeln. Willst du mitkommen? Hier muss ich raus. Wie geht er denn jetzt nicht? Was habe ich denn jetzt eingestellt? Kaum zu glauben, wie leicht die Prüfung letzte Woche war. Ich kann es kaum erwarten, dieses Wochenende nach Gold Island auf einen entspannten Wanderausflug zu gehen. Mein Vater möchte, dass ich ihm nachfolge und Bibliothekarin werde. Ich mochte den Geruch von Büchern schon immer. Ein paar meiner Freunde haben Praktika bei Neo Ecotech gemacht. Sie fanden es dort gut. Soll ich mich auf meine Arbeit konzentrieren, wenn ich nicht weiß, was Consuela meinte? Kann die Feststellung gelöst. Du weißt genau, was ich meine. Endlich fertig mit diesem Fach. Ich wünschte, wir hätten einen Katzenbus. Wir hatten den nicht. Thank you.
Planetarium hat man einen schönen Blick auf den Hafen. Alle Schiffe sehen so klein aus von da oben. Bin ich bescheuert? Scheiße, nervt das. Hast du die neue Show im Planetarium gesehen? Entschuldigung, können Sie mich rauslassen? Nö. Hi. Ja. Na klar, Schatz. Aber klar. Genau, ja. Und Kiss auch, ja. Und den Müll natürlich. Tschüss. Die Klimaanlage ist herrlich. Es ist zu heiß, um auf der Straße. Thank you.
angezeigt. Ich hab die zurück. Hier sollte ich lang. Irgendwie macht es müder und die Augen müder, als wenn ich keiner zocke oder so. Ach! Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na klar. Seniorenticket. Einfache Fahrt. 5 Uhr morgens. Danke. Hast du von dieser großen... Hi, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ich bin auch...
aus West Oakwood, Baby. Irgendwie will ich das Drone Swarm enden. Mich müde irgendwie, keine Ahnung. Ich finde es interessant. Meine Tochter wird sich auch freuen. Aber für mich wäre das jetzt nicht, wie gesagt. Mich macht es einfach nur müde. Busphase mal. Die Luft hier ist viel besser. Busunternehmen-Simulator wäre halt geil, also Manager wäre geil, wenn man Manager wäre. Ich hoffe, sie finden zusammen. Ich war übers Wochenende in einer Waldhütte. So, Seniorenticket, einfache Fahrt, ausdrucken. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Studententicket. Einfache Fahrt. Was ist die Lieblings-PC-Taste der Stadtreinigung? Die Leertaste. So, herzlichen Dank. Müsste aber doch bald geschafft haben, oder nicht? Rein. Ich könnte es sein, sie hat es gut im Geschäft. Nur hin, bitte. Senioren, einfache Fahrt. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ach Quatsch, Senioren. Danke. Es ist gefährlich, mich zu bringen. Nächster Halt. Sea Drift Square. Entschuldigung, kann ich nochmal die Tür aufmachen? Ich brauche eine Fahrkarte. Was brauche ich? Seniorenticket. Einfache Fahrt. Drucken.
noch nicht bescheißen. Danke. Das Wetter ist Ich denke, wundervoll. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Seniorenticket. 3 Stück. Ausdrucken. Danke. Ah, fuck. Wieder minus jemand. Wieder beschissen, ey. Ich hoffe, unser nächster Geschäftsdeal läuft noch besser als der letzte. Wieder zu viel Geld rausgeben. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nächster Halt. Bring Anza Road. Bremse sie nicht einfach, wenn etwas vor ihnen ist. Lauter rote Sterne ist nicht gut. Bring Anza Road. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ah, endlich geschafft. Na, sieh mal einer an. Der erste Zahltag ist gekommen. Wenn wir unsere Routen weiterhin bedienen und unseren Fahrgästen den besten Service bieten, entlohnt uns die Stadt regelmäßig. Ich habe eine Idee, wie wir unseren ersten Zahltag verbringen. Park den Bus und komm, ich habe eine Überraschung für dich. Das ist einer der hiesigen Bushändler. Du kannst jederzeit herkommen, um Busse zu kaufen. Er hat immer die neuesten Modelle da. Über diese Benutzeroberfläche siehst du, was er im Angebot hat. Gefällt dir dieser Bus? Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Ich habe 126.000. Schon viele. Ja, so ein Riesending. Oh Gott, wie soll man damit fahren können? Die Doppeldecker haben? Oh ja. So eine fahren in Berlin. Coole Sache. Ich habe halt nur 3. Gefällt dir dieser Bus? Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen.
gute Wahl. Das ist ein Superbus. Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Unser Kollege Ted wartet schon dort. Ach Gott, ist das eine Strecke? Ja, nee, da würde ich hier... Wir sind jetzt schon eine Stunde dabei, Leute. Da würde ich jetzt hier erstmal einen Schlussstrich ziehen. Ist viel... Einiges mehr drin als im Bus-Simulator 2020. Wie gesagt, man kann Charakter anpassen. Die Sprüche teilweise sind gleich. Man muss Route anpassen. Teilweise sind die Fußgänger nicht so doof wie vorher. Also rennen nicht mehr so viel auf der Straße. Es macht Spaß, aber mich macht es unheimlich müde. Unheimlich müde. Also für mich wäre das jetzt so ein Spiel, nicht so ein Spiel, was ich tagtäglich zocken kann. Aber trotzdem macht es unheimlich Spaß. Und man muss so ein bisschen strategisch rangehen. Aber nichtsdestotrotz mache ich hier einen Schlussstrich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.